Herzlich willkommen, ich bin's Laser und heute ein Überraschungs-Unboxing. Ich war sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Und da ich mehrere Studioaufnahmen gerade mache, passt mir das hier alles sehr gut. Erstmal ein großes Dankeschön an Boris, der hat mir nochmal was zukommen lassen. Und zwar möchte ich das euch auch mal kurz zeigen. Das mal kurz vorweg, ein Rohrschneider. Fand ich sehr, sehr, sehr geil. Und Boris weiß, dass ich Ansmann eigentlich sehr geil finde. Und da hat er mir nochmal hier verschiedenste Ansmann-Sticker zukommen lassen. Finde ich richtig stark von ihm. Richtig starke Nummer, hat er unangekündigt mir einfach geschickt. Richtig stark hier, ganz viele verschiedene Ansmann-Sticker. Richtig, richtig nice. Und welche ich besonders richtig stark finde, sind diese hier. Und zwar sind die in so einem chrom Glänzen. Seht ihr das? Spiegeln sich. Richtig starke Nummer. Danke Boris für die Aufkleber. Finde ich richtig stark. Und ihr wisst ja, ich habe von ihm so Karo-Halter-Set gekriegt, was ich leider aus Voreiligkeit einfach aufgeschnitten habe und ausgepackt habe, weil ich unbedingt gucken wollte, was das ist. Und er hat mir tatsächlich nochmal ein zweites Set geschlossen, noch original verpackt, von Ansmann geschickt. Dieses Set werde ich eingepackt lassen. Das wird eine Rarität. Das kommt hinten an meine Wand. Und zwar, wenn wir das hier irgendwie befestigen mit einer Schraube etc. Und dann werde ich hier mal so Rar-Produkte an das Regal hinten heranschrauben, weil sowas finde ich einfach klasse. Das hat Kult hier von Ansmann, so ein Karo-Set, finde ich richtig stark. Danke dafür, Boris. Richtig coole Nummer. Hat mich sehr gefreut. Sorry, es ist extrem warm hier. Die Softboxen blenden mich und ich fange langsam so ein bisschen an zu schwitzen. Also nicht verkehrt sehen. Ja, ich hole mal das Paket kurz. Hier ist das Riesenpaket. Wir können da vorne schon drauf sehen, D-Edition, hat aber nichts mit D-Edition zu tun. Und zwar ist das ein Überraschungspaket. Kam völlig unerwartet, ohne Ankündigung, ohne Bescheid zu sagen etc. Ich war echt überrascht. Hier oben steht nichts. Ich weiß nur, dass derjenige Thomas heißt. Danke Thomas, ich bedanke mich jetzt schon mal. Und wir packen das jetzt gemeinsam aus, was uns der liebe Thomas hier geschickt hat. Und ich stelle das Paket mal hier, weil sonst kriege ich das nicht hin. Wir haben hier einen Zettel. Ich lese den mal kurz so, im Vertrauen, vielleicht steht da was drin, was er nicht möchte. Okay, er schreibt: Hallo Laser, ich verfolge die ganze Zeit deinen YouTube-Kanal. Was ich sagen muss, du machst deine Sache super. Ich habe ein paar Sachen für dich, die du vielleicht gebrauchen könntest. PS, hab keinen YouTube-Kanal. Und der Kopter hat einen kleinen Schaden am Motor. MFG, mit freundlichen Grüßen. Ja, super. Finde ich cool. Wir gucken jetzt mal rein, was uns der liebe Thomas hier geschickt hat für Sachen. Und da bin ich mal gespannt. Danke für den Brief. So ein Brief ist immer wichtig, wenn so Überraschungsdinger kommen sollten. Und da ist ein Brief drin, finde ich das wirklich klasse. Ansonsten bin ich ein bisschen perplex. Das Ganze hier ist wirklich hervorragend eingepackt mit mehreren Kartonschichten, damit hier nichts rumfliegen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uff. Ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, weil ich sehe schon, was da drin ist. Also jetzt nur grob, aber sowas haut mich immer um. Also ich finde das einfach zu krass. Also das ist zu heftig. Also das ist wirklich zu krass. Als erstes sehe ich das hier. Und ich muss sagen, wow, was ist das bitte? Das ist doch niegelnagelneu. Das wurde noch nie benutzt, hat keinen Kratzer. Sieht aus, oder was heißt sieht aus, ist auf jeden Fall ein 1,5er Tuningsreso, würde ich sagen. Sieht richtig stark aus im Chrom und ist wirklich niegelnagelneu. Leute, Thomas, warum? Entweder ist das eine Anspielung, dass ich endlich mal wieder mit dem 1,5er fahren soll und zwar mit ordentlichem Sound. Oder ich weiß nicht. Also ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es passt. Bei mir ist das ja ein bisschen kompliziert. Ich glaube, vorne ist bei mir der Vergaser und hinten ist die Box. Das heißt, er müsste so ran. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich werde es ausprobieren. Du hast ja geschrieben, vielleicht kann ich die Sachen gebrauchen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Nummer. Werde ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das jetzt noch vor dem Wintereinbruch etc. Vielleicht, bevor es anfängt zu schneien. Vielleicht machen wir ja nochmal eine Fahrt mit dem 1,5er. Momentan passt es eher nicht so, aber
Wir gucken mal. Auf jeden Fall richtig starke Nummer. Ich bin echt hin und weg. Also hätte ich mir niemals gekauft, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil mir der 1.5er so eigentlich ganz gut gefällt. Also ich wollte da nichts tunen dran. Aber das hier, alter Schwede, krass. Ich leg das mal hier hin. Das Ganze geht nämlich noch weiter. Da ist jetzt ein Paket im Paket. Das ist hier. Gucken, dass keine Adresse drauf steht, nirgendwo. Okay, wow. Und zwar haben wir hier einmal einen Mini-DBVT-USB-Stick von Medion. Finde ich geil. Also ehrlich, Hut ab. Hier hat jemand voll meinen Geschmack getroffen. Also eigentlich jeder, der mir ein Paket schickt, trifft meinen Geschmack. Aber hier ist wirklich so wieder echt klasse. Ein Elektrogerät, und zwar ein DBVT-Stick. Witzigerweise muss ich dazu anmerken, dass ich sogar vorhatte, mir einen zu kaufen. Ich sehe gerade, der ist zugeklebt. Der ist ja noch nagelneu. Okay. Der ist niegelnagelneu. Wahnsinn. Krass. Danke. Danke. So, weiter geht's. Dann ist hier eine Schutzfolie. Dann haben wir hier einmal, hier steht C105 171. Haben wir hier Dämpferbrücken. Mhm. Kommen mir jetzt nicht bekannt vor, sind aber verschiedene Dämpferbrückentypen und sogar, die sind sogar neu. Wahnsinn. Auf jeden Fall sehe ich hier drei Dämpferbrücken des gleichen Typs. Die Frage für mich wäre jetzt, für welches Auto? Ich habe ja verschiedene Autos. Könnte eventuell für den Hobby King sein. Aber die vordere Brücke irritiert mich ein bisschen, weil hier vorne der Splint ist. Auf jeden Fall drei Dämpferbrücken plus die vordere neu. Okay, danke. Ich weiß nicht, ob ich ein Auto dafür habe, ob du vielleicht weißt, welche Autos ich habe und deswegen hast du mir die gegeben. Ich muss da nachher mal gucken, weil bei so vielen Autos verliert man nachher ein bisschen den Überblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber finde ich cool, danke. Und okay. Das ist jetzt nicht böse gemeint, Leute. Also wenn ihr mir so ein Überraschungspaket schickt, freue ich mich natürlich tierisch. Aber was ich hier gerade sehe, macht mich sprachlos. Und zwar sind hier tatsächlich auch wieder niegelnagelneue Sachen drin. Ne? So wie auch schon die anderen Sachen, die ich davor gezeigt habe. Und zwar haben wir hier einmal für den 1.5er, irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass da irgendjemand draußen sagen will mit dem Paket, fahr mal wieder mit deinem 1.5er. Wir haben hier einen C-Humpack mit 2400 mAh. Und zwar für den 1.5er, ihr seht, der ist riesig, der ist niegelnagelneu, noch nie ausgepackt. So einen habe ich zwar schon, aber ist natürlich krass, damit kann man dann halt eben noch ein bisschen länger fahren, weil ich doch festgestellt habe, dass meiner ziemlich schnell leer geht. Das ist aber noch nicht alles, Leute. Dann haben wir noch kleine Handpacks. Und zwar könnt ihr jetzt mal hier den großen Unterschied sehen zwischen denen. Ihr seht, 1.5er, 1.8er. Ich packe den auch mal zur Seite. Ich bedanke mich auch noch mal herzlich dafür. Und dann haben wir hier 1, 2, 3. 3 1:8er Handpacks. Und wenn ich mir diese Handpacks jetzt angucke, und ich habe ja selber hier mein Schrumpfschlauch-Tutorial gezeigt, muss ich sagen, die sehen aus wie neu. Und wisst ihr auch warum? Weil sie absolut erstmal unten am Boden keine Abnutzungsspuren haben. Und auch die Batterien unten keine Abnutzungsspuren haben. Das kommt nämlich automatisch immer durch die Empfängerbox. Die sehen neu aus, Thomas. Das sind nagelneue Handpacks. Wahnsinn. Also echt krass. Ja. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, ist keine Frage, aber ihr braucht das nicht tun. Also ihr müsst das nicht tun. Wären die gebraucht, wäre das auch absolut okay gewesen. Aber ihr müsst das nicht tun. Also wenn ihr das nicht wollt von euch aus, macht es nicht. Ich nehme euch das nicht böse oder so, absolut nicht. Aber das hier, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wisst ihr, ich bin
platt. Das ist genauso wie bei René sein Paket gewesen und genauso wie bei Boris. Das überwältigt mich so ein bisschen und ihr müsst das nicht tun. Ne? Aber ich sage natürlich nicht nein. Also danke sehr. Wir haben hier einmal 1300 mAh. Das sieht mir aus wie ein ganz normaler Handpack. Genauso wie die anderen beiden. Nur mit dem Unterschied, dass die anderen beiden 1500 mAh haben. Wir haben hier leichte Unterschiede, was die Steckertypen angeht, aber sind alles drei die gleichen. Also einmal 1,3 und einmal 2x1,5. Wie gesagt, in meinem Fall nagelneu. Danke auch dafür. Geht aber noch weiter. Dann haben wir noch ein Handpack von meiner gehassten Marke Carson. Aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, es ist wirklich witzig, aber in dem Fall muss ich wirklich Danke sagen, weil auch dieser Handpack wieder nagelneu ist. Das sehe ich einfach daran, dass hier absolut keine Gebrauchsspuren zu sehen sind. Das Kabel ist noch absolut knickfrei, wurde noch nicht einmal gebogen. Das zeigt mir auch wie bei den anderen, dass die Sachen neu sind. Ich muss zu diesem Handpack wirklich Danke sagen, auch wenn er von Carson ist, weil er für die THQ passt. Und das finde ich richtig stark, weil jetzt habe ich für die THQ ein Akku-Handpack. Danke, das finde ich wirklich cool. Also mit 1600 mAh, richtig starke Nummer. Freut mich. Ja, dann haben wir ein dazu passendes Ladegerät, auch noch neu. Wobei ich meine Lipos oder meine Akkus mittlerweile alle nur noch über mein Lipo-Ladegerät lade, im NIM-Modus. Aber er hat mir trotzdem ein Charger reingetan von Warcraft mit Lampenanzeige und hier den passenden Anschluss. Finde ich cool. Danke auch dafür. Ja, das Ganze geht weiter. Hat hier kein Ende. Dann haben wir hier, das finde ich interessant, was ist das denn? Ich packe das mal eben aus. Aha. Das finde ich ja cool. Das ist mal eine coole Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar haben wir hier Adapter. Und zwar sind das, so wie es aussieht, Traxxas Adapter. Und zwar kann man die, ich zeige euch das gleich mal in der Nahsicht. Ich zeige euch die Sachen gleich nochmal von nah. Und zwar sind das Adapter. Und zwar sehe ich hier einmal, ich glaube, der Adapter EC5. T-Plug. Dann eventuell nochmal EC5. Aber da bin ich mir gerade unsicher. Könnte auch XT90 sein. Nochmal T-Plug und einmal ein Traxxas auf Traxxas Adapter, so wie es aussieht. Ich weiß es gerade nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht ein Verlängerungskabel etc. Richtig starke Nummer. Witzigerweise habe ich ja noch ein brushless System, wo diese Adapter zum Einsatz kommen könnten. Finde ich auf jeden Fall coole Nummer. Kann ich gebrauchen. Danke. Das Ganze hört nicht auf. Dann hat er mir hier tatsächlich, oh mein Gott, Wahnsinn, also echt Wahnsinn, 1:8 Öldruck, also ihr seht, ich kriege gar kein Wort mehr richtig raus. Hat er mir 1:8 Alu-Öldruckstoßdämpfer mit reingetan und zwar 4 Stück, niegelnagelneu. Ich lese mal kurz. Okay, es steht, das ist aber typisch bei Really, das machen die nie, dass sie draufschreiben, für was das ist. Aber das kommt uns wirklich sehr, sehr, sehr zugute, da wir ja den Wagen von René haben und da ja Stoßdämpfer fehlen, könnten wir die Stoßdämpfer hier nehmen oder wenn die Stoßdämpfer von dem von den Thunder Tiger vielleicht besser bei dem Wagen passen, nehmen wir die für den Thunder Tiger. Also das finde ich richtig eine richtig coole Sache, aber ich denke eher, dass die zu dem Overheater passen, weil die Dämpfer, die ich benutzen wollte, die werden nicht passen. Das fiel mir später auch im Nachhinein ein. Der Durchmesser ist einfach zu groß. Daher freue ich mich über die Stoßdämpfer besonders. Also krass. Wow. Somit ist auch ein Teil von Thomas mit im Overheater drin oder im Thunder Tiger. Müssen wir gucken. Sage ich auch danke. Dann hat er noch ein Robitronic
NIM-Akku mit drin, und zwar Nickel Metall Hybrid Akku drin, 7,2 Volt, 6 Zellen Stickpack, und zwar von Robitronic. Das Ganze hier auch wieder nagelneu verpackt. Und zwar haben wir den hier, niegelnagelneu, mit T-Plug, und dann ist hier noch ein Adapter von T-Plug auf Timea, falls man das Ganze in einem Timea-Modell betreiben will. Und ja, hier ist ein NIM-Pack. Danke, werde ich für den DF-Models benutzen. Das passt wirklich in der Hinsicht sehr gut. Wow. Ich bin sprachlos. Wahnsinn. Das Ganze hört nicht auf. Hier ist noch eine Quanium-Sache drin von Quanium. Ich bin ein bisschen am Überlegen, was, weil das Ganze hier verklebt noch ist. Das heißt, es ist zu. Ich brauche mal kurz ein Messer, oder kriege ich das vielleicht so hin? Okay, habe ich so aufgekriegt. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Ach was. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Bedienungsanleitung. Und zwar handelt es sich hier um die Quanium Pistolenfernsteuerung, und ich feiere diese Funke total. Ich finde die so super. Ich zeige euch auch warum. Guck mal hier. Zack. Und da habt ihr hier das Akkufach. Das ist wie bei so einer Pistole. Und dann kommt das hier unten so reingeschoben. Zack. Und dann kann man hier mit dem Knopf hier hinten, zack, das Batteriefach rausholen. Ist eine schöne kleine Funke, muss ich sagen. Witzigerweise ist die von meinem kleinen Turnigy, den ihr hier seht, der funktioniert. Nur die Funke ist kaputt. Und ich musste jetzt eben gerade so lachen, dass hier eine drinne ist. Weil meine ist wirklich kaputt. Die Funke selber funktioniert noch, aber irgendwie der Empfänger funktioniert nicht mehr. Und ja, hier ist eine nagelneue drinne. Und ja, mit allem drum und dran hier. Das Rad ist damit bei zum Befestigen. Das Steuerrad, der Bindknopf, der Empfänger ist damit bei. Ja, damit können wir den kleinen Turnigy also auch wieder fahren. Geil. Echt geil, ey. Super, finde ich geil. Echt. Und zwar, ihr habt ja gehört, in dem Brief hat er geschrieben, der Quadrocopter, der eine Motor, funktioniert nicht richtig. Guckt euch das an. Ist das irre? Ich hab's schon die ganze Zeit gesehen, deswegen war ich auch am Anfang so baff. Was soll ich dazu sagen? Thomas, was soll ich dazu sagen? Der schaut ja mal richtig geil aus. Ihr werdet ihn gleich noch von nahen sehen. Ich möchte mal kurz reingucken. Hier ist eine Anleitung. Oh, hier ist eine Rechnung. Okay, hier ist noch eine Rechnung drinne. Falls du die brauchst, musst du mir Bescheid sagen. Vielleicht hast du die irgendwie vergessen oder so. Auf jeden Fall Bedienungsanleitung. Und hier ist der Kopter drinne. Den gucken wir jetzt mal an. Und zwar hast du gesagt, okay, ich sehe schon. Hier hängt der Propeller raus. Okay, ja, ich sehe schon. Das Kabel ist da an der Seite rausgeknallt. Das kriege ich wieder hin. Das mache ich sogar gleich. Ich habe sogar noch diese kleinen Schrauben. Ja, da haben wir hier einen kleinen Quadrocopter mit so einer kleinen Haube, was so racemäßig aussieht. Richtig stark. Das kriegen wir auf jeden Fall gleich wieder hin, hoffe ich. Sieht richtig stark aus. Dann haben wir hier noch einen kleinen Schraubenzieher, Ersatzpropeller und so Aufkleber. Dann ist hier noch ein Ladegerätkabel mit bei, USB. Und hier so ein kleines Okay, das Ganze kann man hier hochheben. Hier haben wir auf jeden Fall eine Funkfernsteuerung drin. Und die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Erinnert mich so ein bisschen an den Xbox 360 Controller. Liegt also sehr gut in der Hand. Wir haben hier komplett steuerbare Hebel.
Hier unten ist ein USB-Anschluss. Es ist sogar Saft drauf. Mit Batterieanzeige, mit Empfangsanzeige. Plus hier oben einmal der Auto-Flip-Mode. Dual-Rate, Full-HD. Wie Full-HD? Anscheinend kann man hier wohl auch eine Kamera ranhängen, weil hier ist irgendwie Full-HD steht hier irgendwie was. Dann haben wir hier oben noch Up und Down. Hier sind auf jeden Fall noch Trim-Tasten, genauso wie hier unten. Und ja, das Ganze sieht wirklich in Ordnung aus. Jetzt habe ich hier aber eben beim Hochheben noch was entdeckt. Und zwar ist hier noch eine Sache unter. Und zwar nochmal ein Ersatzakku und nochmal Ersatzrotorblätter. Niegelnagelneu, Leute. Und nochmal eine Anleitung. Plus Garantiekarte etc. Wow. Ja, hier ist dieses kleine Ladegerät drinne. Hier ist dieses kleine Ladegerät drinne. Das hole ich mal kurz raus. Mit diesem kleinen Ladegerät können wir sogar zwei kleine Lipos laden. Da kann man hier und auf die Seite die jeweils die Lipos reinstecken. Witzigerweise sind die Akkus für den Quadrocopter vielleicht auch passend für meinen Yamaha. Dann können wir den auch mal wieder fliegen. Aber ich werde mir jetzt mal kurz hier die Geschichte angucken und gucken, ob ich den wieder heil kriege. Und dann wollen wir doch mal eine kleine Testflug machen hier. Ne? Oder? Also das hier kriege ich auch wohl wieder hin. Das ist ja wohl lächerlich. Und dann schalte ich gleich wieder ein, wenn es in die Nase geht. Da bin ich wieder. Ich habe mir den kleinen Kollegen hier mal angeguckt. Und zwar ist das nichts Tragisches gewesen. Also in manchen Fällen würde man sagen, okay, es ist tragisch, aber der Arm ist einfach nur geplatzt. Dadurch hat der Motor keinen Halt mehr. Konnte man eigentlich so nicht mehr schrauben. Musste ich also kurz mit Sekundenkleber arbeiten. Da du aber nicht nur das da reingetan hast, sondern auch noch tonnenweise Ersatzrotorblätter, habe ich auch gleich mal kurz die Rotorblätter gewechselt. Und zwar mit den richtigen Farben. Vorne weiß, hinten schwarz. Die Drehrichtung richtig eingestellt. Und ich muss sagen, das Teil ist wirklich witzig. Also ich bin eben schon geflogen. Musste ich ja mal kurz testen, ob das funktioniert. Und zwar, jetzt weiß ich auch, wofür die Knöpfe hier sind. Dieses Full heißt nicht Full HD, weil hier steht Full HI. Und ich habe HD gelesen. Full und Half, das heißt Low-Einstellung mit Ausschlag. Und Full heißt den vollen Ausschlag. Das andere hier ist ein Flip-Mode, das heißt, er macht da ein Looping. Und hier haben wir einfach nur die Trim-Tasten für rechts, links und hier unten die Trim-Tasten für vorwärts und rückwärts. Genau. Hier unten sind die Trim-Tasten für... Das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Achso, nee. Das sind die Trim-Tasten hierfür. Das heißt, die Trim-Tasten wohl für... Ach, fürs Drehen sind das die Trim-Tasten. Genau. Ja, wir testen den jetzt mal. Ich hoffe, dass ich hier fliegen kann. Oh, und nicht mein halbes Studio dabei abreiße. Ich muss mal ein bisschen nach vorne kommen. So, wir haben jetzt halbe Geschwindigkeit. Ich finde schon, wie er startet, geil. Hört euch das mal an. Richtig stark. Ich flieg mal kurz ein bisschen höher. Oh. 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 Okay, Looping nicht in der Wohnung. Merke ich mir. Ich gehe mal kurz in den Full-Modus. So. Weil dann kann ich ihn vielleicht besser kontrollieren. Also von der Griffigkeit her ist die Funke geil. Also echt super. Oh, bisschen Angst, aber funktioniert gut, hat gute Reaktion, geht so ein bisschen, warte mal. Ja, sowas auszutrimmen in der Wohnung ist schwierig. Ich würde sowas immer bei Windstille draußen austrimmen, weil es kann jetzt auch hier dran liegen, weil ich hier über den Tisch fliege und da sind verschiedene Luftwellen. Ich versuche mal ein bisschen nah an die Kamera zu kommen. Ich gehe mal wieder in den halbe Ausschläge. Ja,
Damit funktioniert das gute Stück wieder. Und den werden wir natürlich auch mal draußen fliegen. Starke Nummer. Ja, damit hast du gesehen, ich habe den Quadrocopter wieder hingekriegt. War also nicht so schlimm, die ganze Sache. Was ich cool finde, ist, dass hier dieser kleine Lipo drin ist. Und dieser kleine Lipo, den können wir wohl auch für meinen anderen Quadrocopter benutzen. Den hole ich mal kurz. Und zwar hier, die ist schon total eingestaubt. Die kennt ihr auch noch, das ist die Nano. Oder die Nanox von Yamaha. Und da ist mir leider mein Lipo kaputt gegangen. Und so wie es aussieht, könnten wir, das will ich jetzt mal kurz ausprobieren. Ihr merkt, bei sowas kommt einem richtig wieder so das Spielkind hoch. Ich finde das so geil. So, hat hier Saft drauf. So, habe ich hier keinen Saft drauf. Weil die ist wirklich stark, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, ich habe einfach keine Lust, mir dafür ein Lipo zu kaufen. Und hier ist ja noch ein zweiter Lipo mit dabei. Wahnsinn! Wahnsinn! Mal reingesteckt und dann können wir die beiden ja mal testen. Also wenn das jetzt funktioniert, wäre das ja der Ober... Das wäre ja der Ober... Das wäre echt obergeil. Dann hätte ich sogar meinen alten Yamaha wieder. Weil der ist echt geil. Das ist so der einzige Quadrocopter, den ich hier so richtig stark gefeiert habe. So, das sieht auch gut aus. Jetzt stecken wir mal die Nanox da an, weil die Akkutypen, die Stecker passen nämlich. Oh, 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 das sieht gut aus. Oh, nice. Wofür war dieser Knopf nochmal? Kennt ihr das? Wofür war dieser Knopf nochmal? Ja, geil. Okay, der Lipo ist schon schwach. Der muss mal aufgeladen werden. Aber es funktioniert. Ja, geil. Ja, da landet sie jetzt von alleine. Ja, richtig geile Nummer. Also das mit dem Quadrocopter von dir, richtig stark. Somit kann ich jetzt auch endlich mal wieder den Yamaha fliegen. Du hast mir also so gesehen doppelte Freude gemacht. Plus das schöne Ladegerät dazu, das werden wir auch benutzen. Den kleinen Quadrocopter von dir, den werden wir auf jeden Fall testen gehen draußen. Der sieht nämlich richtig schön aus, hat so eine Flugzeugoptik und deswegen gehen wir jetzt auch mal in die Nahsicht. Jetzt sind wir nochmal in der Nahsicht. Jetzt kann ich euch die ganzen Sachen von dem lieben Thomas nochmal zeigen, die damit bei waren. Also wie gesagt, einmal der Quadrocopter, der einen richtig coolen Style rüberkommt, wie so ein Raumschiff schon eher. Richtig stark. Schönes Gerät, habe ich wieder hinbekommen. Plus zwei Lipos, richtig geil, die ich auch noch für die Yamaha benutzen kann. Ladegerät, genug Ersatzrotorblätter, wie ihr seht, noch ein Ersatzlipo. Denn hier die Funke, die Quantum, das ist halt eben diese kleine, ich finde die super. Und für den kleinen Turnigy ist die super. Hier mit Drucktaster, dritten Kanal, Trimtasten und dann hier halt eben diese Funktion mit dem Knopf und dem Auswurf, wie bei einer Pistole, richtig stark gemacht. Dann haben wir hier einmal die Akku-Packs, die ihr hier sehen könnt. Die neuen plus den großen. Hier das Rezo, das nagelneue. Wahnsinn. Der Lipo. Also was heißt der Lipo? Der nimmt. Das Ladegerät, die Adapter. Dann die Stoßdämpfer, die befüllten schon, die wir mit einbinden werden ins Projekt. Richtig geil. Und die DBVT-Stick, den ich wirklich stark finde, ist kein Witz. Ich hatte vor, mir sowieso einzuholen. Das kam echt wie gerufen. Hier mal den Inhalt, der da drin ist. Ich werde das jetzt nicht auspacken vor der Kamera, weil das sprengt einfach das Limit. Aber ich weiß es zu schätzen. Ja, richtig cooles Paket. Hat mich übelst überrascht, hat mich übelst gefreut. Und ja, wir werden auf jeden Fall die Sachen alle, also du wirst lachen, ich kann fast alles, was hier liegt, gebrauchen. Und das ist kein Witz. Halt eben zweiten Akku für die Nitros, die ich noch habe.
weil meine mittlerweile auch so ein bisschen, also ich habe sie zwar neu verschrumpft und so alles, aber die Zellen halten nicht mehr so lange. Das ist bei einem Akku leider immer so, wenn die mehrere Jahre alt sind. Aber sie haben, also meine haben jahrelang gut funktioniert. Aber jetzt hast du mir hier Nachschub gegeben, finde ich richtig stark. Dann den Akku-Pack für die THQ, das werden wir gleich nochmal kurz testen. Adapter, weil ich habe ja das Brushless-System, hier die Adapter. Brauche ich, glaube ich, nicht zeigen. Ich weiß, glaube ich, dass es funktioniert. Die Funke, richtig stark. Der Copter, super geil. Werden wir auf jeden Fall fliegen gehen mit. Wir werden mit dem und den Yamaha sogar mal rausgehen, weil die Lipos passen. Das finde ich richtig stark. Das Rezo, werde ich gucken, ob es an dem 1.5er passt. Und die Stoßdämpfer, die Brücken, muss ich mal gucken. Vielleicht sind die ja wirklich von dem Hobby King Auto. Ich gucke das mal eben kurz. Sehen ähnlich aus, sind aber leider nicht die. Aber egal, vielleicht habe ich irgendwann mal ein Auto dafür. So, jetzt noch mal kurz zu THQ. Ja, die ist ein bisschen sandig. Ich war ja fahren. Da holen wir jetzt mal hier das Batteriepack raus. Guckt euch das an. Das schreit förmlich nach Akku. Und da kommt dieser Pack, der eigentlich für die Autos gedacht ist, wie gerufen. Und zwar müssen wir mal kurz gucken, nicht, dass wir einen Kurzschluss verursachen. Der kommt jetzt einfach hier unten rein. Seht ihr, das passt auch. Da ist nämlich dieser Stecker. So, zack, da unten rein. Jetzt das Silikonkabel hier ein bisschen verdrehen und den Akku-Pack rein. Seht ihr das? Passt wunderbar. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich schalte mal ein und ja, das ist nämlich das Problem, sie blinkt. Das heißt, ich muss den auf jeden Fall einmal laden. Das Hauptproblem bei der Geschichte ist, ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil die THQ wird ja hier mit 1,5 NIM Akkus betrieben und das sind ja 6 Volt, 4 Stück. Und hier haben wir aber ein Akku-Pack mit 4,8 nur. NIM ist nur kurzzeitig, nochmal zur Info, weil viele mich damals gesagt hatten, so, wenn du deinen NIM-Akku lädst, dann hat er auch über 6 Volt. Ja, aber nur kurzzeitig. Diese 6 Volt gehen so schnell runter, bis er auf die 4,8 kommt und dann verbraucht er seine Milliampere in der Zeit und dann sind die Dinger super schnell leer. So ein 6 Volt Alkaline-Pack hält da viel länger. Ne? Aber das nur mal kurz zur Aufklärung, nicht, dass das hier schlecht sein soll. Ich werde die mal aufladen und dann werde ich das probieren. Auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ja, wie gesagt, ich finde das Paket richtig gelungen. Geile Nummer, hat mich gefreut. Ein bisschen baff bin ich. Ja, ich bedanke mich, Thomas, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist ein bisschen länger geworden, aber ist mir egal. Ich bin's, euer Laser, und schaltet euch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss!